Mittlerweile haben wir mit Tier den dritten Anbieter von E-Scootern hier in Dortmund. Die nehmen nur 15 Cent die Minute und der Rest scheint erstmal gleich zu sein. Ich habe mir auch schon Zirk und Lime angeguckt und heute gucke ich mir einmal Tier an. Ich suche mir jetzt hier einen Tier-Scooter aus der App raus und ähnlich wie Lime sind die Tier-Scooter nur im Dortmunder Innenstadtbereich verfügbar und sogar noch einen Tick weniger. Ein Lime kriege ich zum Beispiel am Signal Iduna Park, ein Tier eben nicht und deswegen hier am Dortmunder U suche ich mir jetzt einen raus. Das Freischalten vom Tier-Scooter funktioniert wie bei Cirque und Lime. Ich schaue, dass ich einen richtigen Scooter habe, nehme die App, schalte ihn frei. Alternativ kann ich den QR-Code scannen und direkt losfahren. So, sind wir eine Runde gefahren. Jetzt schauen wir uns das Gerät einmal ein bisschen genauer an und vergleichen es mit Cirque und Lime. Was mir direkt auffällt, sind zwei Handbremsen. Ich bin ja kleiner Bremsenfetischist, wie wir letztes Mal gemerkt haben. Ich benutze aber trotzdem immer noch nur die erste rechts. Die ziehen auch ordentlich, also muss man aufpassen, wenn man die zu stark zieht, dass man nicht echt über den Lenker rüberfliegt. Logischerweise haben wir hinten dann keine Bremse. Da haben wir ein Schutzblech, wo extra draufsteht, bitte nicht drauftreten. Wir erinnern uns, bei Lime war hinten die Bremse. Am Lenkrad dann haben wir noch eine Klingel, logischerweise eine Drehklingel wie bei Cirque, werde ich nicht so warm mit. Das Gas wird über diesen kleinen Regler gegeben, der sehr stabil ist und auch gut anzieht, also ist ein guter E-Scooter, muss ich auch noch dazu sagen. Dann haben wir ein Display. Das Display zeigt die Geschwindigkeit an und den Akkustand. Geschwindigkeit anzeigen finde ich immer gut. Vorne eine Lampe, die hat auch einen fest eingestellten Winkel, sprich da kann man nichts regulieren. Dann haben wir ein paar Reflektoren, an den Seiten logischerweise auch. Die sind an dem Modell jetzt gerade teilweise ganz schön abgerockt. Das wundert mich dafür, dass es die erst seit ein paar Wochen hier gibt. Und wenn wir mal hier runter gucken, dann haben wir die Dämpfung. Logischerweise auch Vollgummireifen vorne, hinten, wie bei der Konkurrenz. Tut sich nicht viel, ist ganz okay. Ansonsten in der Mitte solides Trittbrett. Nicht zu meckern, solider, guter Scooter, mit dem es auf jeden Fall Spaß macht, hier zu fahren. So, mein Fazit. Der Tier hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also gerade der hier, mit dem ich gerade gefahren bin, der hat echt gut Drive gehabt, knackige Bremse, hat Spaß gemacht, ist ein bisschen abgerockt. Die sind alle ein bisschen abgerockt, die ich hier in Dortmund sehe. Und das wundert mich, weil die ja viel jünger sind als die Lime und die Cirques. Also irgendwie Pi mal Daumen 2 Monate. Soweit so gut, alles basic, aber enttäuscht bin ich echt von der App. Die App, die macht gar nichts aus, das Ding freischalten und sperren und bezahlen. Ich sehe noch niemals, dass ich eine Fahrt gemacht habe eigentlich. Wohingegen die Lime-App zum Beispiel, die gibt mir eine Historie mit Fahrtverläufen, mit Karten, viel schöner. Ansonsten ist es auch spannend zu sehen, wie entwickelt sich das. Denn Tier hat schon angekündigt, dass sie diese Scooter mehr oder weniger aus dem Verkehr nehmen. Die kann man mittlerweile auch kaufen als Privatperson, general überholt. Und es wird neue Scooter geben. Der Akku wird unter das Trittbrett kommen und er bekommt eine Handyhalterung und eine Handy-Lademöglichkeit. Das haben die Kollegen von Cirque schon vom Start an gehabt, also die Handyhalterung und Lademöglichkeit. Mit dem Akku macht Cirque das nämlich auch demnächst. Und das macht Sinn für die ganzen Anbieter, denn die Kosten für die sind 60% in der Ladeinfrastruktur, sprich die Dinger holen, ins Lager fahren, laden, wieder ausliefern. Und so kann einer rumfahren, einfach die Akkus austauschen und funktioniert einfach besser. Von daher, ich finde es schön, dass wir drei Anbieter haben, dass so ein bisschen Innovation passiert. Ich bin gespannt, wann der vierte kommt. Voi steht eigentlich in den Startlöchern. Die standen hier auch schon mal auf der Katharinentreppe mit 5 Fahrzeugen, waren aber nach einem halben Tag wieder weg. Keiner weiß warum. Also von daher, bis dahin fahre ich weiter Tier, Cirque und Lime in Dortmund. Danke.